wie gehen wir mit dem Haramgeld von früher um? Hier müssen wir erstmal unterscheiden, hat man bereut oder nicht bereut. Derjenige, der nicht bereut hat, so ist das Geld für ihn verboten. Wir reden über Leute, die bereuen. Jetzt gibt es zwei Kategorien. Die einen haben ihr Vermögen geklaut, durch Erpressung bekommen, durch Betrug links und rechts bekommen. Dieses Geld ist definitiv haram und muss zurück zu dem Besitzer. Abul Bara, woher soll ich wissen, wo der Besitzer ist? Das war vor 10 Jahren, das war vor 5 Jahren, das war vor 3 Jahren. Dann zu seinen Angehörigen, zu seinen Erben. Abul Bara, woher soll ich sie kennen? Dann, wenn du diese auch nicht findest, dann gibst du das als Sadaqa ohne, höre zu, ohne die Absicht zu haben, dass das eine Sadaqa ist. Denn du musst dich von diesem Geld befreien. Das ist Zorn Allahs, Ghadabullah. Du gibst das Geld weg, damit der Zorn Allahs von dir genommen wird. Du darfst das Geld in keinem Fall behalten. Dann kommen wir zu einer anderen Form von Haramgeld. Dieses Haramgeld hat man erworben, indem man ein wechselseitiges Geschäft gemacht hat, wo beide zufrieden damit waren. Zum Beispiel, du hast einen Laden gehabt, hast Alkohol verkauft, derjenige, den hast du nicht das Geld geklaut oder abgeluchst, sondern er war zufrieden und hat dir den Preis dafür bezahlt. Du hast Zigaretten verkauft, du hast Schweinefleisch verkauft, du hast Vermittlergeschäfte gemacht, die nicht erlaubt sind. Eine Prostituierte hat ihren Körper verkauft, möge Allah uns bewahren. Oder, dieses Geld, was aus einer wechselseitigen Beziehung stammt, zwischen beiden, zwischen Käufer und Verkäufer, mit beider Zufriedenheit. Über dieses Geld haben die Gelehrten, nachdem man bereut hat, unterschiedliche Ansichten. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, haram, er muss das Geld weggeben. Er muss sich davon befreien. Und eine andere Ansicht, wallahu ta'ala ala wa alam, dieses ist die richtige Ansicht, sagt, dass derjenige, der ernsthaft bereut, dass dieses Geld für ihn halal ist. Und wir sagen trotzdem, besser, du gibst das weg, außer was du notwendigerweise brauchst, damit du auf der sicheren Seite bist.